Hallo, mein Name ist Marius Leitlein und ich bin bei der Firma Contorion Firmenkundenbetreuer. Heute möchte ich euch die Anlegeleiter Profiline T400 von Hilo vorstellen. Die Leiter ist 4 Meter lang und liegt bei mir im Kofferraum. Natürlich Teleskopleiter. So bekommt ihr die Leiter geliefert. Einmal die Leiter an sich und den dazugehörigen Fuß. Mit dabei der Schraubendreher, um euren Fuß zu befestigen. Zu eurer eigenen Sicherheit verwendet die Leiter nie ohne den Querbalkenfuß. Durch diesen eingebauten Kunststoffgriff lässt sich die Leiter angenehm mit einer Hand tragen. Als erstes ziehen wir die Anlegeholme aus, bis sie sicher einrasten. Ein Fuß auf die unterste Sprosse. Und dann jede weitere Sprosse einzeln ausziehen. Bei einer gewissen Länge legt ihr die Leiter hin und macht weiter. Wichtig dabei, jede Sprosse muss einzeln einrasten. Falls ihr nicht die komplette Länge eurer Leiter braucht, lasst oben die Stufen zusammen, nicht unten. Für eure eigene Sicherheit ist es wichtig, dass die Leiter in einem Neigungswinkel von 75 Grad angelegt ist. Ihr habt kein Geodreieck dabei? Ich auch nicht. Deshalb, die Länge eurer Leiter geteilt durch 4 ist der Wandabstand von dem Querbalken bis zur Wand. Weiterer wichtiger Punkt, hier bei den roten Einrastknöpfen, die müssen an jeder Sprosse zu sehen sein. Weiterer wichtiger Punkt, hier darf keine rote Markierung zu sehen sein. Dadurch ist gewährleistet, dass jede Sprosse eingerastet ist. Die Leiter ist für ein maximales Gewicht von 150 Kilo ausgelegt. Für mich als kleiner Bergsteiger genau richtig. Schön sind auch die aluminium-eloxierten Sprossen mit geriffeltem Auftritt, einer Tiefe von bis zu 40 mm. Dadurch habt ihr einen sicheren Auftritt. Achtet darauf, dass eure Leiter auf ebenem und trockenem Untergrund steht. Dadurch sorgt ihr für eure eigene Sicherheit und garantiert, dass ihr nicht wegrutscht. Für heute ist meine Arbeit getan. Schiebe ich die Leiter wieder zusammen, damit sie wieder in meinen Kofferraum passt. Dazu die Leiter schön senkrecht. Mit einer Hand hier an die Knöpfe zusammenschieben. Und wie ihr seht, rutscht die Leiter ganz einfach fast von selbst zusammen. Die Kurzfassung meines Videos findet ihr hier an der Seite der Leiter. Zur Sicherheit, wie ihr die genau aufbaut und auch wie nicht. Die Leiter entspricht schon der neuen Euronorm 13.1-1 und -6, die ab 1.11.2017 für alle Teleskopleiter verpflichtend ist. Weiter diese Leiter eine Garantie auf 2 Jahre. Wie ihr seht, passt die Leiter super wieder in meinen Kofferraum rein und ist dadurch perfekt geeignet, wenn ihr nicht zwangsläufig mit einem großen Montagefahrzeug auf eure Baustelle fahren könnt und wollt. Schön, dass ihr wieder zugeschaut habt bei mir in meiner Teleskopleiter, die Profiline T400 von Hilo. Mich freue, wenn ihr weitere Videos von uns anschauen würdet. Wie immer wünsche ich euch noch sonst einen schönen Tag und frohes Schaffen. Euer Markus Leitlein.